Desorientiert öffnete Wanda ihre Augen. Alles war verschwommen. Schlecht war ihr auch. Sie sah sich um. Als erstes erkannte sie Mariam. Sie saß neben ihr am Tisch, noch immer geknebelt und gefesselt. Gefesselt? Wer? Schnell stellte Wanda fest, dass auch sie gefesselt war. Sie ruckte an ihren Fesseln und der Stuhl, auf dem sie saß, wackelte leicht. Dennoch war sie nicht in der Lage, sich zu befreien. Sie bemerkte, dass Mariams Augen irgendwie seltsam aussahen. Ihr Blick fiel auf eine Tasse, einer jener übergroßen Kaffeebecher, die sie von vor dem Krieg kannte. Ein seltsamer Geruch ging von ihm aus. Daneben stand auf einem Stöfchen, in dem ein Teelicht brannte, eine Teekanne aus Keramik. Farbe und Beschaffenheit ließen Wanda vermuten, dass sie irgendwann einmal selbst getöpfert worden war. Vielleicht in einem Kurs in der Volkshochschule, dachte sie, und beinahe hätte sie gelacht. Erneut fiel Wandas Blick auf Mariam. Schweiß stand dem Mädchen auf der Stirn. Mariam schien Wanda zwar wahrzunehmen, sie machte aber keine Anstalten, mit ihr zu kommunizieren. Beiläufig streifte der Blick des Mädchens Wandas Gesicht und glitt weiter, ohne innezuhalten, während Mariam beständig und unermüdlich ihren Kopf langsam hin und her drehte. Wanda drehte ihren Kopf jetzt ebenfalls, um mehr von der Hütte zu erfassen. Ein heftiger Schmerz durchzuckte sie, und mit ihm kamen die Erinnerungen an das, was passiert war. Der riesige Hund, den sie erschossen hatte. Der Zwinger, nein, die Zwinger mit den toten Tieren darin. Die groteske Gestalt, die Wanda zuerst die Waffe aus der Hand geschlagen hatte, um ihr dann einen Sekundenbruchteil danach eines über den Kopf zu ziehen. Diese Person musste es gewesen sein, die sie an den Stuhl gefesselt und an den Tisch gesetzt hatte. Verschwommen erinnerte sie sich daran, von einer großen, stinkenden Gestalt quer durch die Hütte gezerrt worden zu sein. Wo war der Scheißkerl? Sie konnte ihn nicht hören. Ein stechender Geruch, ähnlich wie der, den sie im Wald gerochen hatte, durchdrang die ganze Hütte. Er schien nicht nur von dem Kessel auszugehen. Wanda fiel auf, dass überall in der Hütte zusammengebundene Büschel mit getrockneten Kräutern aufgehangen worden waren. Noch immer erkannte sie nicht mehr von der Hütte, als sie es schon in dem Moment getan hatte, in dem sie sie mit gezückter Waffe betreten hatte. Wenn sie sich doch nur umdrehen könnte. Von außen hatte das wild zusammengezimmerte Gebäude deutlich größer gewirkt als das, was sie von ihrer momentanen Position aus erkennen konnte. Wie lange saß sie schon hier, gefesselt an diesen Stuhl? Wo waren die anderen? Armin. Sie mussten doch die Schüsse gehört haben. So weit war die Hütte nicht vom Lager entfernt. Wanda stöhnte auf, als die Wände begannen, sich um sie herum zu drehen. Die Lichtverhältnisse waren seltsam. Irgendetwas war jetzt anders als in dem Moment, in dem sie auf die Hütte zugeschlichen war. Kein flackerndes Taschenlampenlicht. Dennoch war es im Inneren nicht dunkel. Die Farben waren irgendwie falsch. Mariam drehte ihren Kopf weiter hin und her. Ihre Augen schienen an einen Ort zu starren, der Wandas Blick verborgen war. Wanda lauschte angestrengt. Wenn sie wenigstens sicher sein könnte, dass der verdammte Mistkerl sie wirklich allein gelassen hatte. Aber es konnte gut sein, dass er sich jetzt, gerade in diesem Moment, direkt hinter ihr befand und sie beobachtete. Sie lauschte erneut. Draußen schrie eine Eule. Äste bewegten sich sachte im Wind. Wanda fröstelte. Der Schrei der Eule ging über in einen anderen Laut, verwandelte sich dann wieder zurück in den Eulenschrei und war bald verklungen. Sie hatte den Eindruck, dass der Vogel direkt vor ihr auf dem Tisch sitzen müsse. »Es sind nicht nur die Farben und das Licht, die seltsam sind«, dachte Wanda. Die Geräusche waren verzerrt. Irgendwie wässrig, stellte sie fest, nachdem sie ihren Kopf genauso hin und her gedreht hatte, wie Mariam es immer noch tat und keine Eule hatte entdecken können.
Mit einem Mal wirkten die Wände der Hütte ganz so, als wären auch sie aus Wasser gemacht und nicht aus starken Brettern, Paletten und Baumstämmen. Nicht nur das, sie schienen auch näher an Wanda und Mariam heranzurücken. Das Windrauschen wurde lauter und es klang mit einem Mal weniger nach Wald, sondern vielmehr nach Wasserfall. Seltsamerweise nahm Wanda das Näherkommen der Wasserfallwände nicht als Bedrohung wahr. Sie fühlte keine Angst, stellte ihre Beobachtungen ganz ruhig und neutral an. Ein Teil von Wanda wunderte sich über diesen Umstand. Ein weiterer Teil wunderte sich darüber, dass sie sich ihrer Gedanken bewusst war und dass sie sich überhaupt über sie wundern konnte. »Ich stehe völlig neben mir«, dachte sie. Dann plötzlich war da eine Hand. Anders und irgendwie fischig, passend zu den flüssigen Wänden. Sie legte sich auf Wandas Stirn, zog ihren Kopf zurück. Dann lastete plötzlich ein schwerer Druck auf ihren Schultern. Der Besitzer der Hand beugte sich vor, drückte dabei gegen sie und griff mit dem freien Arm an ihr vorbei. Sie fühlte eine stoppelige Männerwange an ihrer eigenen. Sie zuckte nicht zurück. Auch diese Wahrnehmung machte sie, ohne sie zu bewerten, und wieder wunderte sich ein Teil von ihr über die eigene Teilnahmslosigkeit. Der Arm, der sich jetzt von hinten in ihr Sichtfeld bewegte, steckte in zerlumpter, erdfarbener Kleidung. Der Geruch löschte jetzt fast alle anderen Sinneseindrücke aus. Die Hand griff nach der Teekanne, während die andere Wanders Stirn weiterhin nach hinten zog. Während der Mann sich die Teekanne griff und den Becher, der sich vor Wanda auf dem Tisch befand, mit einem dampfenden Sud füllte, flüsterte er mit rauer Stimme in ihr Ohr. »Na, kleine Mörderin, Rufus war nicht der Erste, den du umgebracht hast, oder?« »Nein, nein, bemühe dich nicht um eine Antwort. Wenn selbst die Kleine hier schon getötet hat, dann musst du sie darin bei weitem übertreffen. Ich denke, du hast es ihr beigebracht. Hab ich recht? Eigentlich sollte ich dich sofort kalt machen. Aber weißt du, ich habe hier so selten Besuch. Ich will alles über dich wissen. Erzähl mir deine Geschichte. Erzähl um dein Leben.« Wanda versuchte zu sprechen, doch sofort unterbrach er sie wieder. »Nein, nein, erst musst du noch einen Becher hiervon trinken. Nur so kann ich sicher sein, dass du mir auch die Wahrheit sagst, kleine, dünne Hundstöterin.« Er hielt ihr den Becher an die Lippen. Sie wusste, sie sollte sich wehren, sollte das stark riechende Gebräu unter keinen Umständen trinken, es nicht in ihren Körper lassen. Doch sie war nicht in der Lage, sich gegen ihn aufzulehnen. Es lag nicht daran, dass sie gefesselt war und er ihren Kopf festhielt. Nein, es war eine mentale Sache. Wieder war da der Teil von ihr, ganz weit hinten in ihrem Gehirn, der die Situation analysierte, aber nicht in der Lage war, sie zu beeinflussen. Er sagte ihr, dass der Mann ihr schon einmal von dem Gebräu eingeflößt haben musste. Allem Anschein nach hatte der Sud noch nicht die gewünschte Wirkung auf sie gehabt. Und jetzt erhöhte er die Dosis. Sie trank große Schlucke, obwohl der Inhalt des Bechers heiß war und sie spüren konnte, dass die Flüssigkeit ihr den Hals verbrannte. Die Wände der Hütte waren jetzt nicht mehr aus Wasser, sondern sahen wieder ganz normal aus. Fast zumindest. Ganz leicht kräuselten sie sich noch. Dann stieg eine starke Hitze in Wanda auf, die von ihrem Magen ausging und sich bald in alle Extremitäten und vor allem in ihren Kopf ausgebreitet hatte. Ihre Haut begann zu kribbeln, und auf ihrem Handrücken konnte sie sehen, dass sich etwas durch ihre Adern bewegte. Die Haut wölbte sich. Viele kleine Käfer liefen unter ihrer Haut herum und kitzelten ihre Nerven. Sie begann sich zu winden, und nun doch,
endlich Widerstand zu leisten und an ihren Fesseln zu zerren. Sie wand sich und schrie, und die kalte, fischige Hand wanderte von ihrer Stirn nach unten und hielt ihr den Mund zu. »Ganz leise, Mörderin, ganz leise. Es wird gleich besser. Sei ein braves Mädchen und wehr dich nicht. Du wirst mir gleich von dir erzählen, und wenn du damit fertig bist, kenne ich dich besser als du selbst. Glaub mir, Mörderin.« Wider Erwarten beruhigte sich Wanda etwas. Hatte er das mit Mariam auch gemacht? Sie unter Drogen gesetzt und dann ausgefragt? Warum? Wanda drehte den Kopf. Noch immer ließ Mariam den ihren von links nach rechts gleiten. Ein Speichelfaden hing in ihrem linken Mundwinkel und glitzerte in wunderschönen Regenbogenfarben, als sie Wanda ihr Gesicht wieder zuwandte. Fasziniert betrachtete Wanda ihn. Dann wurde das Kribbeln unter ihrer Haut wieder schlimmer und sie schrie in die starke, nasse, fischige Hand hinein, die auf ihrem Mund lag. Erneut konnte sie nicht anders, als sich zu winden und zu zappeln und an ihren Fesseln zu zerren. Aber es half nichts. Das Kribbeln wurde immer intensiver, immer stärker, immer mehr vereinnahmte es alle ihre Sinne und schließlich dann. Plötzlich war es, als wäre sie in der Zeit zurückgereist. Sie war nackt und sie fror. Sie konnte Andrin sehen. Andrin, den Schütze später zur Einhand gemacht hatte. Und jetzt waren beide Hände wieder intakt und er hielt einen Speer, an dem, an einer Schnur aufgereiht, die Ohren derer hingen, die er im Kampf getötet hatte. Wanda wusste, dass es sich gleichermaßen um die Ohren von Degenerierten, die seine Führung angefochten hatten, und um die von anderen Opfern seines Machtwillens handelte. Sie wusste es, weil sie es gesehen hatte und weil nicht viel gefehlt hatte, dass eines ihrer Ohren seinen Platz an Andrins Speer gefunden hätte. Wieder fühlte sie das raue Seil um ihren Hals, das einer von Andrins Leuten an dem Karren befestigt hatte, den sie und ihre ebenfalls nackten Eltern eine verlassen daliegende Straße entlang zerren mussten. Der Rücken ihres Vaters war Striemen übersät, genau wie der ihrer Mutter. Die Degenerierten sangen ein Lied auf Latein. Wanda erkannte die Melodie. Sie war sich sicher, dass die Worte falsch waren, ohne dass sie die Sprache beherrschte. Einer der Decks kam heran und schlug nach ihr. Die Rute, die er dazu benutzte, schnitt tief in ihr Fleisch. So zumindest fühlte es sich an. Aber Wanda wusste, dass ihre Haut, zumindest bei diesem Schlag, nicht aufgeplatzt war. Er herrschte sie an, schneller zu machen. Sie beschleunigten ihre Schritte, obwohl ihre Füße nur noch Klumpen aus rohem Fleisch und blutigen Blasen waren. Sie wusste, dass es den anderen kaum besser erging. Sie erlaubten keine Schuhe. Vor Einbruch der Dunkelheit wollten sie es in die nächste Ortschaft schaffen. Die ersten Häuser waren schon verschwommen in der Ferne zu sehen. Es konnten kaum mehr als 4 oder 5 oder 6 Kilometer sein, die die Sklavenkarawane noch zu bewältigen hatte. Dennoch kam es Wanda vor wie eine Ewigkeit in der Hölle. Und es gab kein Entrinnen. Schritt für Schritt kämpfte sie sich voran und sah zu, wie ihre Eltern vor ihr dasselbe taten. Die Ortschaft kam nur langsam näher. So langsam, dass jeder Schritt zur Qual wurde. Wanda vermied es, sich nach hinten umzudrehen, aber sie wusste, dass da noch mehr waren. Noch mehr nackte Gefangene mit blutigen Füßen, die noch mehr schwer beladene Karren zogen. Irgendwie wusste sie in diesem Moment auch, dass Mariam ebenfalls da war, weiter hinten, obwohl ein Teil von Wandas Bewusstsein diesem Gefühl widersprach. Mariam war erst später von Andrins Gruppe aufgegriffen worden. Oder täuschten sie ihre Erinnerungen? Wanda kämpfte nicht gegen das, was sie jetzt im Geiste neu erlebte, an.
Sie versuchte auch nicht zu verhindern, dass sich ihre Lippen bewegten und Worte formten, die dem unbekannten, merkwürdig riechenden Mann hinter ihr von ihren seltsamen, albtraumhaften Vergangenheitsvisionen berichteten. In sich drinnen wusste sie, dass es an der Droge lag, die er ihr eingeflößt hatte. Ihr Wille war zu schwach, um sich dagegen zu wehren. Sie erzählte weiter. Sie waren noch etwa einen Kilometer von den ersten Gebäuden des kleinen Dorfes entfernt, als ihre Mutter stürzte. Sofort zerrte Wanda, die den Karren von hinten geschoben hatte, an dem Seil, das sie mit ihm verband. Ihr Vater jedoch schien sich in einer Art Trance zu befinden und ging weiter, hatte nicht bemerkt, dass seine Frau gefallen war. Der Degenerierte mit der Rute hatte es gesehen und war grinsend stehen geblieben, um Wandas vergebliche Bemühungen, den Wagen rechtzeitig zu stoppen, zu beobachten. Ihr Kampf war vergeblich. Sie hatte nicht genug Kraft in sich, um gegen die Masse des Karrens und die stoische Kraft ihres Vaters gleichzeitig anzukommen. Ihre Mutter hatte die Geistesgegenwart besessen, sich zur Seite zu rollen, soweit es das Seil erlaubte, mit dem auch sie am Karren festgemacht war. Dann, unaufhaltsam, wie in Zeitlupe, rollte das eisenbeschlagene, grob gezimmerte Wagenrad über ihren linken Fußknöchel und zermalmte ihn. Wanda hatte laut geschrien, obwohl sie wusste, dass man sie dafür bestrafen würde. Jetzt mischte sich der Schmerzensschrei ihrer nackten Mutter in den eigenen. Endlich hatte ihr Vater registriert, dass etwas nicht stimmte, und aufgehört, den Karren weiterzuziehen. Er kniete hastig neben seiner Frau nieder, was das Seil ihm gerade ebenso erlaubte. Er war leichenblass, noch blasser als Wandas Mutter, die ganz in ihrem Schmerz gefangen war und wimmerte. Er und auch Wanda waren von einem Entsetzen ganz anderer Art vereinnahmt worden. Ihre Angst galt nicht der Verletzung selbst, sondern den Konsequenzen, die sie mit sich brachte. Schon kam der rutenschwingende Degenerierte heran, ein dreckiges Grinsen auf dem Gesicht. Als er begann zu sprechen, hatte auch Wanda ihren Schock so weit überwunden, dass sie zu ihrer verletzten Mutter eilen wollte, aber das Seil ließ ihr nicht genug Spielraum, um am Karren vorbei nach vorne zu gelangen. Bis gerade eben, in diesem Moment des entsetzten Wiedererlebens, war ihr nicht bewusst gewesen, wie tief der Satz des Rutenschwingers sich in ihr Gehirn gebrannt hatte. Mit falschem Bedauern in der Stimme sagte er, »Oje, das Pferdchen hat sich das Bein gebrochen. Nun muss es wohl geschlachtet werden.« Dann hatte Wanda nur noch zusehen können, wie er sich über ihre Mutter gebeugt hatte, plötzlich ein Messer in Händen. Sie konnte sich noch genau an die animalischen Schreie ihres Vaters erinnern, voller ungläubigem Protest, voller Panik. Es hatte nichts geholfen. Das Messer hob und senkte sich immer wieder, und immer wieder, wenn der Bogen seinen Zenit erreichte, war etwas mehr Rot an der Klinge. Dann waren sie plötzlich woanders. Sie lagerten. Wanda und die anderen Gefangenen hatten sich eng aneinander gekauert, am Rand des Lichtkreises, der vom Lagerfeuer ausging. Wanda hatte Mariam im Arm. Sie war kleiner als jetzt. Ihr Vater saß neben Thomas und umringt von anderen, deren Namen sich zu merken, Wanda sich nicht die Mühe machte. Sie kamen und starben, und dann waren sie wieder weg. Dann kamen neue und taten dasselbe. Andrin trat vor sie in Begleitung von zwei oder drei anderen Decks. Sie suchten unter ihnen aus. Sie suchten aus, wer von ihnen heute Abend in der Mitte des Kreises der Unterhaltung dienen sollte. Wanda kannte das Prozedere. Unter Schlägen mussten sie Gesetze, Bibelstellen und Weisheiten aus dem verdammten Buch rezitieren. Wer Fehler machte, wurde geschlagen oder geschnitten. Vergewaltigt wurden sie alle so oder so.
Die Frage war nur, wie viel bleibenden Schaden man davontragen würde. Für Wanda war es immer am schlimmsten, wenn sie und Mariam ausgesucht wurden, denn das bedeutete, dass Wanda zwei Runden über sich ergehen lassen musste. Aus irgendwelchen Gründen gefiel es Andrin, oder auch Einhand, dass Wanda Mariam schützen wollte. Vermutlich hatten sie Wetten abgeschlossen, wie lange sie das noch durchhalten würde. Ihr war das egal. Solange sie es erlaubten, würde sie es tun. Ihre Erinnerungen zeigten ihr eine Nahaufnahme von Andrins dreckigem Gebiss, als er nach ihrem Schopf griff und sie hochzerrte. Dann wieder ein Szenenwechsel. Wanda kniete neben einem Holzpfahl. An diesen Pfahl war ein nackter Mann gebunden, dessen Eingeweide aus der Bauchhöhle hingen. Brandwunden verunzierten die Haut, waren überall am Körper zu finden. Die Augen waren schwarze Höhlen, der Mund zu einem entsetzlichen Schrei erstarrt. Wandas Vater. Ein Rat des Karrens, den sie jetzt, da ihre Mutter tot war, zu zweit ziehen mussten. Es war gebrochen. Niemand konnte etwas dafür. Die Decks waren nur einfach keine guten Handwerker. Trotzdem hatten sie ihren Vater, der wieder vorne gegangen war, dafür bestraft. Er habe nicht aufgepasst, wo er den Karren hinlenkte, hatte Andrin gesagt. Es war dann am Abend geschehen. Sie hatten ihn an den Pfahl gebunden und ihn auf diese Weise hingerichtet. Wanda wusste nicht, wie viel Zeit seit dem Tod ihrer Mutter bis zu diesem Moment vergangen war, aber es waren wenigstens einige Wochen gewesen, da war sie sicher. Wochen, in denen sie verlernt hatte, Trauer zu fühlen oder Angst oder Hoffnung. Lediglich ein irres Kaleidoskop aus Wunden, blutendem Fleisch und religiösen Halbweisheiten befand sich in ihrem Kopf. Das und eine kleine grüne Pflanze, die Wanda das Weitermachen ermöglichte. Ihre Sorge für Mariam. Wenn man von einem blauen Auge absah, das sich Mariam irgendwie eingehandelt hatte, Wanda wusste nicht mehr wie und warum, und es war auch egal, war ihr zartes Gesicht und auch der Rest ihres Körpers unverletzt. Jeder Quadratzentimeter unversehrter Haut an Mariams magerem Mädchenkörper war ein Sieg für Wanda, ein heroischer Triumph. Ein Symbol ihrer Ungebrochenheit. Immer, wenn Wanda glaubte, nicht mehr durchhalten zu können, musste sie nur einen Blick auf das Mädchen werfen und ihr Geist drohte nicht mehr zu brechen. Immer, wenn... Ich verstehe, so war das also. Du hast die Kleine als Krücke benutzt. Schlau von dir, Mörderin. »Wirklich schlau«, sagte die Stimme der Fischhand dicht neben Wandas Ohr. Mit einem Mal befand sie sich wieder in der Hütte und mit einem Mal konnte sie auch ihre Fesseln wieder spüren. Erneut füllte die gesichtslose Hand den Becher bis zum Rand und erneut zwang sie Wanda zu trinken. »Es ist noch nicht genug, fürchte ich. Wir müssen noch weitermachen.« Wieder lösten sich die dilettantisch zusammengezimmerten Hüttenwände auf. Auch das Dach, und dann war Wanda wieder an den Karren gebunden. Thomas hatte jetzt die Stelle ihres Vaters eingenommen. Nicht so kräftig wie ihr Vater und viel älter, deswegen war es viel anstrengender als zuvor. Die Straße war kerzengerade und sie stieg steil an. Es war unglaublich mühsam, den Karren in Bewegung zu halten und den Schlaglöchern und Explosionskratern auszuweichen, die der Krieg hinterlassen hatte. Oben auf dem Hügel, das wusste Wanda aus irgendeinem Grund, befand sich ein Industriegebiet, das das Ziel heftiger Luftangriffe gewesen war, als die Kämpfe noch getobt hatten. Ihr Karren befand sich ungefähr in der Mitte des Trosses. Andrin ging mit einem Großteil seiner Leute vorne an der Spitze. Die Nachhut bestand nur aus vier Mann und jeweils zwei an den Flanken.
Die Degenerierten schenkten ihren Gefangenen in diesem Moment kaum Beachtung. Sie waren viel zu angespannt. Wanda hatte es schon oft erlebt, diese Zeit der verbissenen Stille, wenn sie feindliches Gebiet durchquerten. Man durfte sich nicht den geringsten Fehler erlauben. Ein Versäumnis, das unter normalen Umständen Rutenhiebe nach sich gezogen hätte, konnte jetzt den Tod oder eine Verstümmelung bedeuten. Thomas vor ihr, das konnte sie hören, flüsterte Zitate aus dem verdammten Buch vor sich hin. Er machte Hausaufgaben. Schon ganz am Anfang hatte seine Art, sich bei ihren Entführern anzubiedern, Wanda abgestoßen. Aber sie hatten ihn als ihren Karrenpartner auserkoren und sie konnte nichts dagegen tun. Er schien einen Narren an ihr gefressen zu haben und war nett zu ihr, deshalb ließ sie ihn ihre Abneigung nicht zu sehr spüren. Ein Teil ihres Bewusstseins ließ Wanda erkennen, dass sich ihr anfangs distanziertes Verhältnis im Laufe der Zeit durch seine unnachgiebige Entschlossenheit, ihr zu gefallen, in eine seltsame Art von Freundschaft verwandelt hatte. Aber das war später gewesen. Jetzt sah Wanda, wie er nach den Degenerierten schielte. Als er sicher war, dass er nicht beobachtet wurde, ließ er sich zurückfallen, so lange, bis er beinahe den Karren berührte. Noch immer rezitierte er Gebote der Degenerierten und Zitate ihres Kardinals. Das Seil, mit dem er den Karren ziehen sollte, hing jetzt durch, und Wanda musste sich doppelt anstrengen, um das Vehikel in Bewegung zu halten. Der Schweiß brach ihr aus, als sie sah, dass er die Hände hinter dem Rücken unter der Plane herumfummelte. Sie wollte ihn anschreien, dass er das lassen sollte, doch sie traute sich nicht. Derjenige, der in dieser Situation, einer Situation, in der die Decks fast schon ängstlich waren und ihre Nerven blank lagen, ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, würde ein schreckliches Schicksal erleiden. Also strengte sie sich an, den Karren weiterzuschieben. Sie durfte auf keinen Fall langsamer werden, denn dann würden sie mit dem Karren, der sich hinter ihnen befand, ins Gehege kommen. Ihr ganzer Körper war von einem säuerlichen Schweißfilm überzogen, obwohl es kalt war. Wenn Thomas wenigstens schnell machen würde, aber es schien ewig zu dauern. Lautlos verfluchte sie den egoistischen alten Mann, als er endlich etwas Undefinierbares unter der Plane hervorzog und in seinen Mund stopfte. Sie alle hatten Hunger. Nein, das war falsch. Sie alle verhungerten unendlich langsam, und er, dessen magerer, nackter Rücken vor ihr im Takt seiner Schritte hin und her schwankte, brachte sie in Gefahr, weil er sich für etwas Besonderes hielt. Erst als er gekaut hatte, warf er einen Blick nach hinten. Sie sah ihn schlucken und verhalten in ihre Richtung lächeln, dann beschleunigte er seine Schritte wieder. Das Seil straffte sich, und bald hatten sie ihren Trott wiedergefunden. Dann verblasste die Erinnerung. Erneut befand sich Wanda in der Hütte. Sie konnte den Fischmann jetzt nicht mehr hinter sich spüren. Das Fehlen von Druck auf ihren Schultern ließ sie schwindeln, obwohl sie nach wie vor auf dem Stuhl saß. Ihr war ein wenig schlecht. Mariam saß noch neben ihr, und noch immer drehte sie ihr schweißbedecktes Gesicht unablässig hin und her. Wanda bildete sich ein, dass das Mädchen ein wenig wacher aussah, aber sie war sich nicht sicher. »Kann sie hören, was ich dem Fischmann erzähle?« Der Gedanke löste eine Welle von Übelkeit und Grauen in Wanda aus. Was, wenn er beginnen würde, die wichtigen Fragen zu stellen? Wenn er nach der Schuld fragen würde, die Wanda auf sich geladen hatte, um Mariams und ihr eigenes Überleben zu sichern? Würde Mariam noch bei ihr bleiben wollen, wenn sie erfahren würde, welche schrecklichen Dinge Wanda und Thomas getan hatten, um sich Vorteile zu verschaffen? Wie sie kaltblütig andere in den Kreis hinein manipuliert hatten, damit sie selbst verschont bleiben würden? Sicher, Mariam hatte einiges mitbekommen, aber sie war noch kleiner, nein,
noch viel kindlicher und gutgläubiger gewesen, als das alles seinen Anfang genommen hatte, wenn sie jetzt mithören würde, was Wanda vielleicht zu erzählen gezwungen werden mochte. Wie würde das Mädchen Wanda fortan sehen, wie ihre Taten bewerten? Oder noch schlimmer, wenn Mariam klar werden würde, wie sehr sie wirklich von Wandas und Thomas Skrupellosigkeit profitiert hatte. Nein, das durfte nicht sein. Das Kind würde an den Schuldgefühlen zerbrechen. Die Angst, Mariams Liebe und Loyalität zu verlieren, wenn sie die Wahrheit in vollem Umfang präsentiert bekäme, ungeschönt und unter dem Einfluss dieses verdammten Kräutersuds, war unendlich viel bedrohlicher für Wanda als eine baldige Hinrichtung. Ihr wurde kalt und sie begann zu zittern. Der Fischmann durfte nicht weitermachen. Er durfte ihr nicht erneut von dem Gebräu einflößen. Gerade hatte Wanda diesen Gedanken in ihrem Kopf ausformuliert. Da war er plötzlich wieder da. Erneut füllte er den Becher.